Richtig, aber du babbelst mir doch gar nicht nach. Genau, sondern du mir. Doch, du mir? Oh, du bist so blöd, dass die Mäuse quietschen. Komm in die Zugbrücke kaputt machen, das kannst du ja wenigstens. Au, oh, ja. Dann sage ich es. Das ist mein
keiner da. Und der Überall, der kann ja auch nicht überall sein. Das wird doch nicht ein neuer Feind sein. Noch ein Feind können wir uns nicht erlauben. Am besten, wir verstecken uns. Oh. Ein König versteckt sich nicht. Ein König im verschlissenen Morgenrock schon. Das muss man, das sind ja zwei.
es stimmt wirklich, was auf eurer Schärpe geschrieben steht? 7 auf einen Streich? Ja! Ich hab's ja schon gesagt! Aber das ist. Und 7 Gegner sind ja mehr als 3. Oder 4. Oder 4, ja. Jedenfalls dürfte es einem, der 7 erledigt hat, auch nicht schwerfallen, 3 Gegner zu erledigen. Oder 4. Das sollte wohl angehen. Es gibt da im Wald eine alte Ruine. Dort hält sich das Einhorn auf. Wie wäre es, wenn ihr euch an ihm zuerst ausprobiert? Ja nun, ein Einhorn ist ja nicht so gefährlich wie eine Kuh. Die hat ja 2 Hörner. Das sollte mir schon gelingen. Aber was soll mir das nutzen? Es gibt da schon einiges im Königreich, was wertvoll genug wäre, um euch zu reizen, junger Mann. Vertraut mir. Gut, weil ihr die Königin seid, will ich euch glauben und das Einhorn erledigen, ohne zu wissen, was ich dafür bekomme. Ich will euch ja 100 Mann mitgeben, aber die sind alle fort. So gebe ich euch den überall mit. Der sollte zwar das Nordtor bewachen, aber da steht ja sowieso nicht mehr, also muss er es auch nicht bewachen. Wohl wahr, Majestät, wohl wahr. Eigentlich brauche ich ja keinen, der mit mir kommt. Aber er kann euch das Einhorn bringen, wenn es besiegt ist, während ich das Wildschwein suche. So soll es sein. Überall. Jawohl, Majestät. Es kommt gleich ein kleiner Mann mit einer Schärpe bei euch vorbei. Dem folgst du in den Wald zur alten Ruine. Jawohl, Majestät. Auf geht's. Das Abenteuer ruft. Hier. Das Abenteuer, wo so ein Kerl wie der hier auftaucht, da ist immer was
Lichtern Aug in Aug. Ich werde dich.
einen, Herr Minister. Naja, jetzt, wo das Einhorn und das Wildschwein keinen Schaden mehr anrichten können, wird es ja wieder aufwärts gehen mit dem Königreich. Vergesst die Riesen nicht. Vor denen habe ich jetzt keine Angst mehr. Naja, fast keine Angst mehr. Nun, Fremde hat Frieden auf einen Streich erledigt. Das Einhorn und das Wildschwein haben, er ist doch arg klein gegen die Riesen. So, ich bitte. Ach, da seid ihr. Ist das die letzte Lieferung aus der Stadt vom Schneider? Ja, Prinzessin. Ist auch das schöne Kleid dabei? Dass der Schneider schon so lange fertiggestellt hat. Ihr sollt doch warten, bis eure Frau Mutter, die Königin... Überallchen. Sie muss es ja nicht wissen, nicht wahr? Ihr bringt mich in Teufels Küche. Aber, na gut, dann zieh ich schon nach. Aber warum ist denn der Schneider nicht mitgekommen? Der hätte euch doch beim Tragen helfen können. Der ist verreist. Er hat der Musfrau geschrieben, dass sie die Kleider für die Königsfamilie herausgeben soll. Ist doch nett von ihm, obwohl er noch gar nicht gewusst hat, dass wir bald wieder zahlen können. Erst noch etwas wachsen. Warte mal, bis du sieben erledigt hast.
dass er alle